Die Nullstellen einer Funktion sind natürlich die Schnittpunkte mit der x-Achse. Und dafür setzen wir die Funktion 0. Also 1 Viertel x hoch 4 minus 2x² plus 4 gleich 0. Ich würde mal den Nenner wegbringen, das heißt, das 1 Viertel stört mich. Wir multiplizieren jetzt mal mit 4. Ist zwar nicht zwingend erforderlich, aber es vereinfacht die Sache. Also haben wir x hoch 4 minus 8x² plus 16 gleich 0. Wie kann man diese Gleichung nach x auflösen? Wir können nichts ausklammern. Wir können auch natürlich keine Mitternachtsformel anwenden, also ABC oder PQ-Formel. Das Einzige, was übrig bleibt, ist eine Substitution. Also substituieren wir und sagen, x² ist u oder a oder z irgendwas. Jetzt nehmen wir u. Damit wird nämlich x hoch 4 zu u². Und x² wird zu u. Die 16 bleibt bestehen. Und nun können wir eine Mitternachtsformel anwenden. Das heißt, entweder die ABC oder die PQ-Formel. Das dürfen Sie als Hausaufgabe selber machen. Und Sie werden auf jeden Fall erhalten u1 gleich 4 und u2 gleich 4. Sie werden eine Wurzel erhalten, unter der Wurzel steht eine 0 und deswegen kommen zwei gleiche Lösungen raus. Nur, wir haben ja jetzt die Lösung für u, aber noch nicht für x. Wie erhalten wir x? Wir setzen hier wieder ein, wir machen also eine Resubstitution und erhalten aus u gleich 4 x² gleich 4, denn u war ja x². Das heißt, statt des u schreiben wir jetzt wieder x² hin. Und das betrachten wir als einfache Gleichung, die wir wieder nach x auflösen können. Das heißt, wir ziehen die Wurzel und haben plus oder minus 2. Und damit haben wir die Nullstellen. Bei plus und bei minus 2 jeweils eine Nullstelle.